mich auf. Ja, oder? Ja. Oh, ich bin immer so verwirrt. Ja! Ich habe ja heute Geburtstag. Also ich finde das so süß, wenn man Wurzeltag sagt. Also ich habe heute Wurzeltag. Wurzel. Und ich habe ja schon seit langem, war ich bei Benefit. Wann war ich denn da? Nach Weihnachten. Und vor Silvester, glaube ich, war ich bei Benefit und habe mir das Her Name Was Glola Set gekauft, was ihr mir alle empfohlen habt. Ich hatte ja den 30-Euro-Gutschein und habe mir das dann für 37 Euro gekauft. Das ist so groß ungefähr. Also ich habe es mir auch, wie alle anderen, die das, glaube ich, haben, etwas größer vorgestellt. Ja, so groß ist das. Also ungefähr so groß wie das hier. Also wirklich nicht größer. Aber ich hatte halt die Auswahl zwischen zwei MAC-Lidschatten und dem Set hier. Ich musste mich auch beraten lassen, weil ich bin immer so, ich kann mich einfach nie entscheiden. Und ja, dann habe ich einfach das Set genommen. Und das wollte ich euch jetzt etwas reviewen. Ich habe noch nie eine Review gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Muss ich jetzt irgendwas sagen? Ja, aber ich habe mich heute schon mal damit geschminkt. Und es steht gerade genau an meinem Fenster, so, damit das Licht ein bisschen besser ist. Also wenn ich immer so filmen soll, dann sagt mir das. Aber ich kann das dann auch wirklich nur machen, wenn es hell ist, wenn es tagsüber ist. Also wenn ich um 12 Schule aus habe oder so. Aber ja, wenn ihr das wollt, dann versuche ich das und dann wird das schon. Ja, auf jeden Fall habe ich mich, da sind, Moment, wie viele Lidschatten sind denn da drin? Da sind 3, 5 Lidschatten drin und mit 2, 3 von dem habe ich mich geschminkt, weil ich hatte nicht so viel Zeit. Ich zeige euch das mal. Also ich habe einfach etwas in den Innenwinkel gegeben, etwas in den Außenwinkel. Und ja, so sieht das aus. Und das ist jetzt eine Bloße. Das ist nur eine Review. Und wenn ich euch einen Look mit der ganzen, mit den ganzen Nipgloss, hier Lidschatten, Mascara schminken soll, dann sagt mir das, dann schminke ich euch auch gerne einen Look damit. Mit der ganzen, mit dem ganzen Set. Und ja, mir fällt gerade ein, ich habe den Lippenstift vergessen. Einen Moment. Ach, ich meinte den Lipgloss. Okay, ich meinte den Lipgloss. Ja, auf jeden Fall ist das das Set. Da ist einmal Coralista drin. Also, Moment. Ich zeige euch das mal so. Ich hoffe, ihr seht das. Also, da ist einmal Coralista drin. Das ist Coral Pink Cheer Powder. So sieht das aus. Ich schau mal kurz, ob das scharf stellt. Ach ja. Ja, also Coralista. Dann einmal High Beam. Das ist das, ja, der Highlighter. Einmal Moonbeam. Ist auch ein Highlighter, aber der eine ist halt für, wie sagt man das? Der eine ist halt ein wärmerer Ton. Der hier. Und der andere ist ein kälterer Ton. Also irgendwie ist das hier so unterschiedlich. ja, einmal die Eyeshadow-Palette mit Passion Pearl, Peachy Sheen, Terracotta Satin, Steamy Copper und Deep Bronze. Dann Bad Girl Lash, also die Mascara. Und den Lipgloss, den ich hier gerade in der Hand habe. Der heißt Life, oder? Life on the A-List. Ja, da steht das. Nein, Liv. Das heißt doch Liv, oder? Liv. Ich bin total bescheuert. Ja. Und einmal so ein kleines Pinselchen. Also ich zeige euch das jetzt einmal schnell, direkt. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen. Aber ja, also ihr öffnet das Set. Das sieht dann so aus. Hier oben ist ein Spiegel drin. Wenn ihr das öffnet, habt ihr hier auch direkt so eine Gebrauchsanleitung, wie ihr das alles schminken könnt und sollt am besten. Ja, dann, Moment, ich tue den Lipgloss mal wieder da rein. Dann macht ihr das halt offen und das sieht dann so aus.
Und darüber ist halt so eine Folie, wo dann die Namen der Lidschatten draufstehen. So sieht das aus. Ja, da ist dann halt Coralista drin. Das ist ja ganz bekannt, sag ich mal. So sieht das aus. Moment. So. Das ist so ein Rosé-Blush, aber mit so einem leichten Orangeeinschlag, würde ich sogar sagen. Ja, da ist dann auch so ein dazugehöriges Pinselchen dabei. Und man muss das wirklich festhalten, weil sonst fällt alles vorne rüber. Ja, dann swatche ich euch mal alle Lidschatten einmal. Das ist einmal so ein heller. Dann so ein roséfarbener. Ein dunkelroséfarbener. Ein hellbrauner. Und ein dunkelbrauner. Moment. Das sind die fünf Lidschatten. Die Pigmentierung ist wirklich gut. Also, ich weiß nicht, ob die überall so bei Benefit ist, bei Benefit-Lidschatten, aber die ist echt toll. Ja, dann habt ihr halt noch so ein Pinselchen dabei. Dann die Bad Girl Lash Mascara. Die sieht so aus. Und ich komme damit eigentlich recht gut klar. Also, ich habe die jetzt zwei, dreimal benutzt. Und die ist echt gut. Also, aber der Lipgloss, wie gesagt, live. Nein, live. Live on the list. On the list. Ja, das schimmert richtig schön. In so Silber, Gold, glaube ich. Und aufgetragen. Ich trage den jetzt mal direkt auf. Also, ihr seht, der ist ganz natürlich. Gibt richtig schöne. Moment. Gibt richtig schöne Farbe ab und oh, der riecht so geil. Also, ich könnte ihn echt auffressen, wenn ich den auf den Lippen habe. Ja, dann ist der, wie gesagt, nochmal High Beam drin. Ja, so sieht High Beam aus. Ich kann das. Ja. Also, ich zeige euch einmal High Beam. Also wie gesagt, einer davon ist der wärmere Ton und einer der kältere. Aber ich bin gerade. Das ist der kältere, glaube ich. Aber egal. Bin so verwirrt. Ich bin ehrlich, ich habe es nicht nachgelesen. Also so sieht das aus. Und wenn ich das jetzt halt verwische, ich hoffe, ihr seht das, wird High Beam rosastichig und Moonbeam. Beam. Sorry. Wird so orange-rosa stichig. Und die sehen echt schön aus. Also ich finde die super, super schön. Ja. Also das war eigentlich alles zu dem Set. Wie gesagt, das ist echt, also für 37 Euro Lipgloss, Lidschatten, Wimperntusche und dann auch noch Coralista. Und Coralista ist ja echt, also. Hallo. Ja, es ist echt geil. Also kauft euch das. Wenn ihr gerade mal 37 Euro übrig habt, dann kann ich euch das empfehlen. Und ich habe schon meine ersten Geburtstagsgeschenke bekommen. Und zwar, also wie gesagt, ich wohne ja bei meinen Großeltern. Und ich habe so gedacht, ja, Geld oder so. Aber dass die mir sowas schenken, ich habe mich so gefreut. Ich wollte sowieso sowas haben. So ein. Wie nennt man das? Negligé oder so? Nennt man das so? Also so ein Nachthemdchen. Oh Gott, das ist so schön. Ich schwör's euch, ich finde das richtig schön. Das ist echt toll. Und ja, von Lena. Oh Gott, schaut euch das mal an. Das ist so zuckersüß. Erstmal zwei Briefchen. Ich habe bei den Briefchen, ich habe echt fast geheult. Ich schwör's euch, ich hatte so Pipi in den Augen. Und dann auch noch Hello Kitty Taschentücher. Und. Ich zeige euch, das ist einfach ganz schnell. Ein Lidschatten von MNY, das ist die Nummer 301A. Also ist auf jeden Fall eine limitierte Edition. Und boah, die ist so geil, die Frau. Also ich liebe die. Guck mal, was sie für Farben genommen hat. Genau meine Farben. Richtig schön. So ein richtiges, schönes. Wie nennt man das nochmal? So ein Mein Jardin Grün. Ich habe es echt schon wieder den Namen vergessen.
Also, irgendwie ist mein Gehirn ein bisschen komisch. Und einmal die 604A. Das ist so ein bäriges Lila, keine Ahnung, aber die Farbe, die ist so toll. Wirklich. Richtig schön finde ich die. Also so sehen die beiden geswatcht aus. Und dann war da noch so eine Dreckspatz-Bade-Essenz bei. Göttlich ist die, boah, die Frau, also Lena. Du bist einfach der absolute Knüller. Ich sag's dir. Ja, das waren vorerst meine Geburtstagsgeschenke. Ich denke auch nicht, dass da jetzt noch was Besonderes hinzukommt. Doch, war. Doch, klar. Also, ich hoffe, euch gefällt das Video. Und wie gesagt, wenn ihr ein Tutorial, wirklich ein Tutorial zu dem Look haben wollt, den ich jetzt so teilweise trage, ich habe ja wirklich nicht alles aus dem Set verwendet, dann schreibt mir das und dann mache ich das. Okay, tschüss.